Oh, okay, alles klar. Die bauen hier Riesenmaschinen hin. Okay. So, Stufe 1. Angestellte. Hat es natürlich ordentlich Angestellte. Dann bauen wir folgendermaßen. Dann unterstützen wir den natürlich jetzt hier mal. Und bauen hier Parkplatzmöglichkeiten für die Firmen hin. Damit die Angestellten hier auch quasi zur Arbeit kommen können. Ich meine, es sind sehr viele Angestellte, die hier gebraucht werden. Vor allen Dingen aber unsere ganzen Unausgebildeten oder schlecht Ausgebildeten. Das finde ich ja großartig. Den kriegen wir die auch unter. Freut mich aber sehr, dass wir jetzt endlich mal hier was Anständiges reinbekommen. So, hier oben machen wir nochmal. Chickens waren nicht so geil, ne? Warte mal, wir müssen das, glaube ich, nochmal im Blick behalten. Produktion. Hühner. Ist das, nee, wir brauchen definitiv viel, viel mehr Lebensmittel. Okay, alles klar. Wir brauchen viel mehr Lebensmittel, also in Form von Getreide. Das ist das einzig Wahre. Ja, wir brauchen viel, viel mehr Getreide. Auch hier könnte man noch an einen Parkplatz denken vielleicht. Auch für die Angestellten hierfür. Und dann könnten wir hier nochmal einen Zebrastreifen bauen. Gut. So, wie schaut eigentlich der Schmodder aus, den wir hier so ins Wasser pumpen? Das ist die Wasserpumpe und hier ist der Schmodder. Chemische Reinigung, okay, das ist interessant. Warte mal kurz. Bodenverschmutzung. Oh, okay, alles klar. Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung. Ja, hier sieht man dann den Schmodder schon. Aber das scheint noch nicht so richtig zu funktionieren, denn das schaut jetzt eher so aus, als würde das nicht wie bei Cities Skylines 1 dem Fluss einfach folgen, sondern als würde das unter der Erde hier verschwinden. Und das müsste ja dann die Bodenverschmutzung, aber das ist sie nicht. Also ich bin mir nicht sicher, ob das, oder vielleicht, nee, das hat damit nichts zu tun. Nee, das ist irgendwie anders dann. Gut. Okay, zurück zum Wesentlichen. Wir müssen die Landwirtschaft mehr aufpolieren. Ja, das ist hier doof, ne? Öl! Holy. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive. And try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. So, lass mal nach Öl buddeln. Checken wir mal die Lage hier. Das andere lassen wir jetzt noch offen. Erzbergbau haben wir nichts aktuell. Kohle haben wir auch nichts. So, Holz buddeln wir bereits ganz gut, aber da können wir hier drüben eigentlich auch nochmal schnell was machen. Dankeschön, vielmals für den Resub im 14. Monat. Vielen, vielen lieben Dank dir für die liebe Unterstützung. Dankeschön. Machen wir hier auch gleich. Komm, so, bam.
Bauen wir hier einfach ein paar Firmen auf. Weil ich weiß ja, dass wir es brauchen. Ne? Also das Ding ist ja sehr alternativlos eigentlich. So, was ist denn hier eigentlich jetzt? Hä? Warum kann ich das Gebiet nicht abschließen? Das liegt falsch. Das müssen wir anders hinbauen. Jetzt geht's. So, wie schaut's bei denen aus? Die haben schon Angestellte, produzieren Stein. Das können wir jetzt in aller Ruhe und Gemütlichkeit eigentlich uns mal angucken. Wie das denn so hier ab... Oh, Alter. Ja, es schaut gut aus, Leute. Darlehen brauchen wir nicht, Besteuerung. Produktion. Parkplatz ist schon da. Maya Bob, einen wunderhübschen guten Abend noch. Vielen lieben Dank dir. Also Holz produzieren wir definitiv einen Überschuss. Ja. Nahrung, da haben wir ein ordentliches Defizit. Also wir müssen uns um die Chickens kümmern, ne? Die Frage, die ich jetzt hauptsächlich habe, ist jedes Gebiet generell erstmal fruchtbar und manche Gebiete sind es einfach mehr? Ne, Ressource nicht verfügbar, alles klar, Elebedge. Okay, also wir müssen hier rüber erweitern, um auch mal ein bisschen mehr Platz wieder zu haben. Wir brauchen enorm viel mehr Wohnungen, aber auch um die ganzen, um diese ganzen Areale hier freizuschalten. Lass das mal kaufen. So. Gut. Im Übrigen, hier geht hier eine Bahnlinie lang. Das würde ich tatsächlich ganz gerne noch mal nutzen. Und zwar hätte ich ganz gerne ein Zugdepot. Das muss ich freischalten noch. Okay, alles klar. Verstehe ich. Verstehe ich, da muss ich das noch mal anders machen. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall... Können wir hier noch mal kurz ein bisschen auf das gehen? Ich weiß nicht, ob das jetzt viel bringt, aber wir bauen das jetzt erstmal aus. So, hier gibt es vielleicht noch eine kleine Chicken Farm. Ja, das ist sau eng hier alles noch. Haus der Milchprodukte, das ist schön. Ja, besser als nix, ne? Besser als gar nichts. Das bringt unsere Produktion jetzt doch vielleicht einen Ticken noch nach oben. Wer weiß das schon so, ne? So, und wir müssen jetzt erstmal, wir haben jetzt hier ungefähr auf der Höhe, müssen wir tatsächlich einfach straight up rüber. Das machen wir auch gleich mit großen Straßen, wenn wir schon dabei sind. Vor der Bahnlinie hier gehen wir es nach oben und zwar da. Das kann auch mit einer etwas kleineren Straße sein. Das tut mir jetzt erstmal nicht weh. Und hier drüben können wir das gleiche auch machen, so mittendrin eigentlich. Dann kann ich noch vielleicht sogar zwei verschiedene Betriebe da hinsetzen. Genau, und dann gehen wir hier auch wieder mit einer geraden Straße runter.
So, haben wir jetzt erstmal ein bisschen den Kasten gemacht. Ja, ich weiß. Xandro, wunderschönen guten Abend. Zwerge und City Skylines. Hab damals die Let's Plays verschlungen. Ey, das war eine wilde Zeit. Das hat so Spaß gemacht. Und es war einfach schön. Es ist heute noch schön. Es ist immer noch schön. Das waren auch ganz, ganz verrückte Zeiten, oder? Markus! Markus_Franke schenkt einen Sub an Cassandro 2006. Vielen lieben Dank, Markus, für den Verschenken an Cassandro. Ganz frisch im ersten Monat jetzt dabei. Dankeschön an Markus der Franke. Dafür gerne ein Ausrufezeichen Hype, Leute. Ne? Ihr wisst doch, wie es ist. Die Liebe darf geteilt werden, ja. Also das ist ja eh klar. So, machen wir hier noch eine kleine Geschichte rein. Hier gibt es noch Mikrochicken. Das ist schon wieder so ein Ding, oder? Ja, das ist schon wieder kaputt. Da hat das wieder irgendwas nicht hingehauen, ne? Das ist so nervig, wenn das passiert. Aber jetzt klappt's. Okay. Lass gucken. Die Chicken Farm kann ich überall bauen? Das nicht? For the Chickens! Ja gut, das ist natürlich jetzt ausgerechnet, jetzt brauche ich es nicht mehr, ne? Ja doch, jetzt haben wir wieder ein Defizit bei den Chicks. Welche Karte ist das? Das ist, frag mich nicht. Vielleicht erkennst du sie so. Die hat ja so mehrere Flussläufe durch. Müsstest du in der Übersicht eigentlich ziemlich schnell finden. Ich weiß bloß nicht, wie sie heißt. Hab's einfach vergessen. So, ich will aber gerne eine Bahn. Ich will Bahn fahren, Leute. Das ist mein Traum eigentlich. Ich hätte gerne auch einmal die U-Bahn freigeschaltet im Übrigen. Aber kann ich die... Muss ich die Bahn separat die Züge freischalten? Warte mal. Güterzugstation? Braucht Zugdepots. Ah, okay. Ich glaube, ohne das Zugdepot schaut es erstmal übel... Alter. Schaut es erstmal übel aus. Dann pass auf. Dann lass uns doch mal hier oben das Zugdepot hinbauen. Oder nee, das schaut doof aus. Lass uns das hier hinbauen. So. Und jetzt bauen wir hier einen normalen Zug, eine Zugstation rein. Hier so vielleicht. Dann hier unten vielleicht. Weil das sind so Bereiche, wo ich dann gerne weitergehen möchte. Hier könnten wir auch ein schönes Zug... Ding sie bauen. Überlappende Dingstars. Hier hinten, naja, weiß ich noch nicht. Hier vielleicht. Ah. Können wir uns das nochmal überlegen. Jetzt machen wir erstmal das eine. Doppelte Bahngleise. Klingt für mich nach einem Plan. Was? Wie ist denn das jetzt hier wieder entstanden?
A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive, and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. Has anyone seen my keys? My keys! What? We're in the air? Sorry about that. It's, nothing important. I just lost my keys. I'm sure they'll turn up. They're for the brown sedan parked outside the radio station. Oh, wait. I probably shouldn't have said that. If anyone finds them, please don't steal my car. I mean, the old Hornbuckle mobile, please. Oh, good. Here they are. Well, never mind then. Thank you for listening to Second Moon. And on to our main feature story. The commercial district is booming. Ich muss das erstmal rausfinden, wie das funktioniert, ne? Bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java mate. Or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. So? This just in from traffic. If you're thinking about hitting the streets, you can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Good to know, Jim. Seems like everyone is in a hurry to get somewhere fast. It's worth slowing down. And if you can, plan your trip. Hört ihr das englische Gelaber auch? Ja. Du drehst nicht durch. Nee, nee. Das ist tatsächlich der Radiosender, ja. Du bist noch nicht wahnsinnig geworden. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, das kommt daher. Markus! Markus_der_Franke schenkt einen Sub an Markus0401. Das ist ja schon sehr Markus-lastig hier. Dankeschön, Markus der Franke! Und Markus04 im zweiten Monat. Punkt. Dragon Tier, dankeschön, dein Resub im siebten, ey. Dankeschön. Das ist ja Wahnsinn. Vielen lieben Dank. Danke vielmals. So, dann haben wir das jetzt angeschlossen. Okay. Okay. Haben wir nicht da oben auch noch irgendwo einen Zugdings gehabt? Nee, da haben wir noch nichts hingebaut, ne? Da könnten wir aber einen Bahnhof hinbauen. Hier so vielleicht. Hier. So, jetzt sagen wir, von hier fährt ein Zug los nach hier, der fährt weiter bis hier, dreht dann wieder um, kommt wieder hier vorbei und landet am Ende wieder hier. Geht aber nicht, weil ich schwierig unterwegs bin. Okay, ich muss das quasi am Ende wieder zusammenführen, oder wie? Thank you.
So quasi, oder? Muss ich nicht, okay. Dann muss ich's nicht. Okay, wir probieren es einfach nochmal. Ja, stimmt, die haben ja hier die... Ja, alles klar. Na gut. Das sind ja zum Glück nur 3 Stationen, also jetzt nicht die Wucht, ne? So. Ja, alles klar, passt. Gut. Da müssten jetzt eigentlich auch Züge kommen, oder? Aus diesem mördergroßen Depot, das wir hier gebaut haben. Jawollingen! Ich finde das geil. Linienanschluss an die Außenwelt machen wir gleich auch noch. Und zwar an den 2 Endbahnhöfen aktuell. Da werde ich nochmal was machen. Aber jetzt will ich erstmal nur schauen, dass es funktioniert, weißt du? Dass es einfach nur läuft. Also ich bin jetzt noch nicht davon ausgegangen, ehrlicherweise, dass da jetzt besonders viele Leute rumstehen und da mitfahren wollen. Das dachte ich jetzt nicht, aber hey, nobody knows, ne? Sehr gut. Geh ganz schön in die Kurve rein, du. Gespannt, ob da ein zweiter jetzt uns... Müsste eigentlich einer entgegenkommen, ne? Eigentlich müsste man einen entgegenkommenden Zug erzählen. Also 2 Züge sollten auf der Strecke eigentlich schon unterwegs sein. Aber wir werden sehen. Ja, jawohl, da ist er doch. Die Oberleitungsführung ist ja sogar besser als in Transport Fever 2. Es schaut auf jeden Fall nicht so wild aus, ja. Da wird er jetzt langsamer. Das finde ich gut, dass er da jetzt ein bisschen langsamer wird. Ja, das ist das mit den Gleisen hier ist noch ein bisschen arg verrückt, aber das ist okay. Lass mal ganz kurz was schauen. Und zwar, wie viele Leute fahren denn eigentlich in dem Ding damit? Einer von 800. Ja, okay. So, okay. So, pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Und zwar, wir binden jetzt hier das zweite Gleis noch mit an.
Entschuldigung, was ist da passiert? Auf dem Bahnhof und einmal auf dem da unten. Da weiß ich noch nicht, ob ich das hinbekomme. Können wir aber so machen, das schaut gar nicht so schlecht aus. Und ihr habt gesagt, ihr wollt eine Linie von außen haben. Also von hier kommend. Und dann lassen wir einen Zug eben nach hier fahren. Und wieder raus. Und haben wir noch einen zweiten hier? Ja, von hier. Nee, da ist kein Zug. Haben wir sonst noch irgendwo eine Zuglinie? Nee, ne? Das ist die einzige. Ja gut, dann nehmen wir da auch wieder einen. Und fahren mit dem zweiten dann hier hoch in die Stadt. Genau. Dann könnten jetzt Leute von außerhalb auch easy peasy, auch ohne die... Oh, wir haben einen Moment, Stopp, Alarm. Wir brauchen eine zweite Pumpe für das, für den Schmutz. Der Schmutz! Das hat die Abwasserprobleme jetzt, glaube ich, gelöst. Was ist euer Problem? Wartet auf wir haben ein kleines Problemchen, glaube ich, mit unserem Friedhof. Kann das sein? Ja. Nee. Das ist, wäre... Wahrscheinlich ist das Geld hier nicht mehr so da. Gesundheitswesen und Bestattungen. Dann drehen wir das mal ein bisschen hoch. Schafft er dann jetzt mehr rauszupacken? Ein Mausoleum. Ja, doch. Wichtige Person in der Stadt, sollte es das so drin sein, ne? Da haben wir einfach zu wenig Platz hier. Gut, dann ändern wir mal ganz kurz hier die Dichte ab. Oh, hohe Dichte können wir jetzt bauen. Lass das mal machen, hohe Dichte hier rein. Tuned into Second Moon, the channel where the classics. Dann machen wir hier drüben Folgendes: Hier kommen Büros rein. Industry in the region is on the rise,